man überhaupt die Frage, ob die Verfolgung Homosexueller eine, ich habe es schon mal erwähnt, typisch nationalsozialistische sei. Denn der Paragraph 129b, der die Basis dieser Verfolgung durch die Gerichte bildete, war von 1853 bis 1971 unverändert in Kraft. Seit wir den historischen Rückblick und dann die typisch nationalsozialistische Verfolgung zu erläutern. Was heißt eigentlich homosexuell? Das Wort wurde vom österreichisch-ungarischen Schriftsteller und Übersetzer Karl Maria Kerpfing 1869 erstmals verwendet. Er fand auch gleich den Begriff heterosexuell mit. Den Siegeszug seines Begriffs erlebte er nicht mehr, denn die Bezeichnung wurde erst ca. 20 Jahre nach seinem Tod um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert populär. Zu dieser Zeit gab es eine Konkurrenz zahlreicher anderer Begriffe, die auch immer eine Deutungshoheit von Homosexualität beanspruchen. Da haben wir Konträrsexual, sexuelle Urbanding, Freudsprachen, Inversion etc. etc. Da gibt es eine Reihe von anderen Begriffen dann auch. Alte und neue Wissenschaften wie die Medizin und die Sexualwissenschaft, die Strafrechtswissenschaft und die Forensik, die neue Psychologie und Psychiatrie beschäftigten sich ausführlich und kontrovers mit dem Phänomen. Ich möchte hier nur Richard Lukenfreiter von Kraft-Ebing mit seiner Psychopathia Sexualis und Sigmund Freud und seinen psychoanalytischen Erkenntnissen erwähnen. Beide sprachen sich bei Kraft-Ebing mit Einschränkungen für eine Straffreiheit von Homosexualität aus. Um die vorletzte Jahrhundertwende wurden unterschiedliche Erklärungsmodelle, Heilungsmethoden oder gesellschaftlich-kulturelle Auswirkungen, ich will nur das Stichwort Degeneration erwähnen, diskutiert. Und genau zu diesem Zeitpunkt wurde 1897 die erste Schwulenbewegung in Wien die erste Schwulenbewegung in Berlin gegründet, eben von dem jüdisch-sozialdemokratischen Hans Hirschfeld, dessen Name in Berlin für die Bundesstiftung steht. Er hat in seinen Schriften vom dritten Geschlecht gesprochen, seine Organisation, das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee, wurde als eine der ersten nach der Machtübernahme von den Nazis inklusive Bibliothek und Forschungsstelle zerstört. Nach dem Putsch gegen den als homosexuell bekannten SA-Führer Ernst Röhm 1934 wurde die politische Ausschaltung der SA als Schlag gegen die Homosexuellen begründet. In der Folge wurden auch die Gesetze verschärft. Der preußische Paragraph 179 bestrafte ursprünglich nur beischlafähnliche Handlungen zwischen Männern. Ab 1935 wurde eben dieser Paragraph verschärft. Nur zu einer strafrechtlichen Verfolgung von Lesben konnte man sich nicht entschließen, was aber nicht heißt, dass Lesben nicht auch im sogenannten Altreich verfolgt wurden, aber eben nicht unter diesem Paragraph 175, sondern unter anderen Titeln. Ich werde aber auf die spezifische Verfolgung von lesbischen Frauen noch im Detail zu sprechen kommen. Ja, die strafrechtliche Basis in Österreich bildet der schon erwähnte Paragraph 129. Der 1853 von Kaiser Franz Josef im Sinne des Neoabsolutismus und der strafrechtlichen Verschärfung erlassen wurde, heißt als Verbrechen der noch nachstehende Art oder Unzug bestraft, ein Unzug über die Natur, das ist A. mit Tieren, B. mit Personen desselben Geschlechts. Der nachfolgende Paragraph 130 sieht 1 bis 5 Jahre schweren Kerker für dieses Delikt vor.
vielfältigen Auslegungen machte es zudem zur Sache des Richters, was er denn genau unter uns verstand. Ob also eine bloße Berührung über der Kleidung oder erst eine wie auch immer geatmete sexuelle Handlung den Tatbestand begründete. Zur Angleichung der Hinweise. Eine Angleichung der Rechtssysteme Österreichs und Deutschlands nach dem sogenannten Anschluss fand, wie bereits erwähnt, nicht statt. Es waren ja auch alles österreichische Juristen, die nach österreichischem Recht ausgebildet waren, also wäre diese rasche Angleichung gar nicht so leicht möglich gewesen. Man verschob diese daher auf die Zeit nach dem Krieg. So wurde in Österreich der Bau weiterhin nach dem Paragraph 29.1b vor den Richter gebracht, obwohl es im Altreich nach wie vor nie geschafft war. Im Jahr 1910